Tja, was macht man, wenn man keinen Strom mehr hat? Man könnte sich zu Hause einkuscheln, mal wieder ein Buch lesen, den Kamin anwerfen, eine heiße Tasse Tee trinken. Man kann aber auch einfach nach Hause gehen. Und das machen wir jetzt in dem Spiel Power Cut. Das gibt's auf Gameo oder itch.io oder so. Ihr wisst schon, der Link ist in der Videobeschreibung. Soweit ich weiß, sind wir in einer Stadt, da steht's auch schon. Vor 20 Jahren hat ein schrecklicher Sturm die kleine Stadt Old Duskvale getroffen. Nach Berichten gab es keine Überlebenden. Nachdem sich der Sturm gelegt hatte, ist die gesamte Stadt verschwunden, so als ob sie niemals existiert hätte, von Anfang an. Oha! Wow! Press Enter, alles klar. Da sie nichts als einfach nur Leere hinterlassen hatte, war es an der Zeit, eine neue Stadt zu bauen. New Duskvale! Heute ist der 20. Jahrestag des Verschwindens von Old Duskvale. Willkommen in New Duskvale 2019. Der Strom ist schon wieder weg. Ich fange an, mich zu fühlen wie was? Gewöhnlich. Ich muss mein Notstromaggregat anmachen. Geil! Okay, ich glaube, ob das jetzt wirklich das Mega-Horror-Game ist, weiß ich noch nicht. Aber wir gucken uns einfach mal an. Wir mögen auf jeden Fall Pferde. Ich meine, hey, du bist... Dafür schon mal ein Like, oder? Alle Pferdefreunde unter euch und Freundinnen vor allem. Wer Pferde hasst, der hasst auch Menschen. Ich mag Pferde sehr gerne, aber ich reite nicht. Ich mag einfach nur Pferde. Schmecken so lecker. Nein, Spaß. Nein, 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 nein. Okay, was? Wir haben leere Regale. Warum haben wir hier leere Regale? Aber zwei Schnapsgläser. Wir sind kein Alkoholiker. Nein. Ja, zwei Teller und noch ein Schnapsglas. Ein Pintchen. Wie wir im Sauerland sagen, ne? Sagen wir wahrscheinlich nicht im Sauerland, sondern auch andere. Gut, ich weiß nicht, wo wir ein Notstromaggregat haben. Es ist ein sehr kleiner Trockner. Oder ist es eine Waschmaschine? Ich weiß es gar nicht. Aber auch ein sehr, sehr kleiner Wäschekorb. Also wir wohnen definitiv alleine, wenn ich das mal so analysieren darf. Wir haben zwar von allem zwei und wir mögen auch Tiere, hier Hunde, nochmal Pferde. Das Pferd haben wir besonders lieb, weil genau das Bild haben wir ja schon mal hängen. Und wir mögen natürlich die Natur. Wir sind ein Naturfreund. Wer ist das nicht? Hey, ich sehe gerade, hier ist noch ein Bild von unserem Pferd. Ist es wirklich das Gleiche? Es ist wirklich das Gleiche, nur das hat ein anderes Format. Das hier ist so 4 zu 3. Und das hier geht mehr so in Richtung 16 zu 9. Naja, ein Pferd mit Format halt. Drücke E, um das Apartment zu verlassen. Oh, scheiße, es regnet immer noch. Ich hoffe, die Stadt verschwindet nicht wieder. So ein gemütlicher Hinterhof. Da hinten brennt noch eine Tonne, du. Da können wir uns erstmal aufwärmen. Die Frage ist, wohin gehen wir jetzt? Ich würde mal sagen, in die Stadt, ne? Wir müssen ja unser Notstromaggregat anmachen. Ach so, nicht da. Ich sollte erst den Aggregator-Dingsbums anmachen, ja. Oh! Ach, da! Weißt du, wir wohnen in dem schäbigsten Hinterhof, den man sich in New Dust Town vorstellen kann. Bei Gewitter. Aber haben Notstromaggregat. Als ob wir ein Krankenhaus wären. Scheiße! Wir haben kein Benzin mehr. Das ist eine Benzinstation in der Nähe. Also eine Tankstelle. Gut, da können wir ja mal gucken, ob wir die Tankstelle finden. Dazu müssen wir... Wir wohnen auch direkt in der Autobahnbrücke, du. Beste Lage, um unser Einfamilienhaus dahin zu bauen. Einfach nur beste Lage. Hier möchte man doch sein. Kein Schein, sondern sein. Ziehen Sie jetzt nach New Dusk Town. Das klingt komisch hier. Hey, guck mal. Totenkopf. Hier in diesem Tunnel klingt komisch. Nicht eine Seele in Sicht. Sollst auch keine Seelen suchen, sondern Tankstellen. Dafür, dass New Dusk Town so new ist und 20 Jahre alt, sieht es hier schon aus, als ob die Stadt schon 50 Jahre runtergekommen ist. Okay, die Frage ist, ja gut, da geht's nicht weiter, ne? Ist Polizei. Können wir irgendwie reinzoomen? Ich möchte... wer hat die Polizei angerufen? Keine Ahnung. Du kannst Fragen stellen, ey. Ich meine, es ist Sturm hier. Wahrscheinlich haben die Leute Angst. Die verkriechen sich. Die haben halt auch keinen Zufluchtsort so richtig. Okay, gehen wir da lang oder gehen wir da lang? Ich weiß nicht. Ich glaube, wahrscheinlich ist die Tankstelle nicht hier. Wir gehen aber trotzdem hier lang. Die Tankstelle ist nur um die Ecke von hier aus. Warum... Ist die Mülltonne gerade umgefallen? Irgendwas war noch hinter uns. Ja gut, ist ein Sturm, ne? Kann passieren. Wind, Regen, Tiere. Hey, das sieht nach einer Gasstation aus, oder? DL Gas. Warum sind hier keine Zapfsäulen und so? Ist das...
Ich habe ihn gefunden, den heiligen Benzinkanister von New Dusk Town. Diesen brauchen wir. Nur mit dem geht's. Ja, mit dem geht's leider nicht. Gut. Das ist meine Tankstelle, du. Steht noch die alte Karre und überall die Kerzen. Gut, gehen wir raus. Boah, fuck. Der Sturm wird schlimmer. Sieht so aus, als ob wir... Finden wir unseren Weg noch nach Hause? Und die... Ich mag Tiere. Vor allem Pferde. Jetzt ohne Scheiß. Ich weiß, es ist nicht sonderlich gut, das Spiel. Aber das hat mich jetzt gerade volle Kanne an Lost in Vivo erinnert. Und dafür kriegt es definitiv schon mal einen Pluspunkt. Ich habe definitiv vergessen, wo ich wohne. Aber ich glaube, ich muss hier links nochmal. Ich nehme den langen Weg definitiv nicht. Oh! Okay. Fliegende Mülltonne. Netter Jumpscare. Sinnlos, aber nett. Ist die Polizei noch da? Guck, ich versinke schon wieder in meinem Sitz so. Das heißt, ich kriege Angst. Wenn ich mal so kleiner werte, dann kriege ich so langsam Angst. Aber ja, wir packen das ja zusammen. Ich bin ja nicht alleine. Oh, ich mag diesen Tunnel nicht. Warum ist Nebel im Tunnel? Wir werden langsamer. Der Wind kommt von vorne. Ich möchte mich auch gar nicht umdrehen. Ich drehe mich um. Ich drehe mich nicht um. Stand die brennende Tonne vorhin schon da? Können wir uns daran verbrennen? Okay. Gut. Hauen wir mal rein, ne, dass wir hier Strom kriegen. So. Grün! Es funktioniert. Wir sind gerettet. So, okay. Der Strom ist an. Ich sollte jetzt ganz schnell wieder reingehen. Aber ganz schnell. Ah. Mein beleuchtetes Zuhause, du. Hier ist doch schön. Kann ich mir ganz in Ruhe meine Pferdebilder angucken. Und der Hund. Trockner ist auch wieder an. So, und was mache ich jetzt hier? Ich kann doch nicht mal Fernsehen gucken. Ist das ernüchternd. In meiner 5000 Quadratmeter Wohnung mitten im sozialen Brennpunkt von New Dusk Town. Darf ich schlafen? Aha. Okay. Der Strom ist wieder aus. Geisterstunde. Warum kann ich da nicht rein? Ich will da rein. Oh! Wie kommst du denn hier rein? Welchen Bezug hat das jetzt? Komm, ich geh mal zu dir. Oh, ja. Habe ich jetzt den Jumpscare verpasst? Die Dame war wahrscheinlich quasi, ist aus dem Regen in die Traufe gekommen und hat jetzt ein bisschen Zuflucht bei uns gesucht. Sie wollte vielleicht mal etwas in meinem riesigen Wäschetrockner trocknen. So ihre Klamotten, weil es kalt draußen. Kann man sich ja erkälten. Außerdem habe ich ja zwei Teller. Also ich könnte sie zum Essen einladen vielleicht. Und ein Pinchen anbieten, ein Schnäpschen trinken. Und vielleicht könnten wir über Pferde reden. Denn wir mögen vielleicht beide sehr Pferde oder auch Hunde oder so. Okay. Nachdem wir den Besuch gemacht haben, gehen wir mal raus. Irgendwas stimmt mit unserem Generator nicht. Wir sollten das unbedingt mal nachgucken. Scheiße, die Türen sind von der anderen Seite blockiert. Ich kann den Generator aber sehen. What the fuck? Wie kann das von der anderen Seite blockiert sein? Da muss da einer drin sein. Da kann ja nicht da rausgehen, oder? Gibt's ja kein Fenster und nichts. Was soll ich jetzt tun? Soll ich jetzt in die Stadt gehen, ein Brecheisen besorgen oder was? Ich stelle mich an die scheiß Tonne hier und wärme mich auf. Okay, ich denke, ich muss in die Stadt. Wenn ich wenigstens rennen könnte. Das ist schon das zweite Mal, dass ich jetzt hier durch den Regen latschen muss. Nur wegen irgendeiner Scheiße. Wahrscheinlich verfolgt mich die Olle jetzt auch noch. Im Tunnel. Ich kenne ja das Problem. Ich weiß ja, wie die Ladies so... Was? Wie die Ladies so drauf sind in Horrorspielen, ne? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe einfach mal... Keine Ahnung, hier lang? Oh, da geht's nicht weiter. Okay, ich gehe hier lang. Ah, da ist ja wieder. Hey, Lady. Wanna dance? What? Lass mich in Ruhe. Stalker! Tut dir das Bein weh oder warum hängst du so?
Ich verstecke mich jetzt in der Tank. Huh? Was war das? Lass mich in Ruhe. Ich gehe jetzt in die Tanke. Ich suche Zuflucht. Ich hol mir ein Bier oder so. Ich komme da nicht rein. Lass mich doch in Ruhe. Lauf mal hier gegen. Wie schlau bist du? Ich weiß nicht, was sie sagt. Keine Ahnung. Hilfe. Ich werde von einer Verrückten verfolgt. Ah. Jetzt haben wir schon zwei von euch. Ich glaube, das war so nicht geplant. Na gut. Ah, Ferdi. Draußen ist immer noch Kackwetter. Schon das Gras fliegt durch die Luft, du meine Güte. Ah, ich liebe das Spiel einfach nur. Gott. Hallo. Oh, das ist neu. Ich wusste ja, dass das Dach kaputt ist, aber so schlimm. Mensch. Ist denn wenigstens der Trockner noch heil? Ah, gut, sehr gut. Trocki ist noch da. Ein Herz für Trocki. Hashtag ein Herz für Trocki. Schreibt es in die Kommentare, damit Trocki trocken bleibt. Gut, sieht so aus, als ob wir uns lockt. Willst du mich verarschen? Oh, ja, wir sind jetzt in Old Dusk Town, wo ja alles kaputt ist. Wenigstens gibt es hier kein fliegendes Gras. Das wird die Polizei nicht so gut finden. Neustart durchführen, um das Windows-Update erneut erinnern. So, darf ich? Dankeschön. Warum passiert das immer beim Aufnehmen? Ich glaube, da hinten steht sie. Ja, da. Ganz viele. Ah. Okay. Damn, wo bin ich? Ich bin woanders. Ich bin nicht mehr da, wo ich eigentlich war. Hier ist eine große Halle. Oh, was ist nach hinten? Scheinbar geht es da nicht weiter, weil ein Traktor uns den Weg versperrt. Schwerer Unfall mit Traktor. Police Line Dinner Cross. Oh, müssen wir wohl den Weg durch den Duskvale Friedhof nehmen? Oh Gott, was steht denn da? The People of Duskvale Memorial. Nee, ist ein Memorial, ist gar kein Friedhof. Am 17. März 1999 haben die Bewohner der kleinen und stolzen Stadt Duskvale ihre Leben verloren aufgrund eines höllischen Sturmes. Ich glaube, die Story ist klar soweit, oder? Da ist noch ein weiteres Memorial. Das ist die exakte Position, wo in der alten Duskville die Town Hall stand. Also die Stadthalle. Genau hier. Oh, das Gefängnis. Ah, die alte Duskville Museumstour. Ich habe es nicht weitergelesen. Das einzige verbleibende Gebäude von Old Duskville. Stand da nicht, die Stadt ist komplett verschwunden vom Sturm? Museumtour. Ja, warum nicht? Wir gehen ins Museum. Oh, hallo, Zinnmann. Museumtour. Kann ich eine Tour machen? Ich kletter hier einfach die Pflanzen hoch, ja? Ist das okay für dich? Okay. Nein. Ich bleib hier eh gleich irgendwo im Bild hängen. Du machst mir Angst, Kumpel. Was? Nein, bleib weg. Heilige Scheiße. Was haben... Old Duskware war eine friedliche und glücklicher Ort, gefüllt mit Lachern und Spaß. Lacher und Spaß. Die Gesellschaft hatte mehr und mehr Jobs und hat immer mehr Jobs rausgegeben für die, die sie brauchten. Ja, was verkaufen sie denn? Babynahrung. Oh, oh Gott, was? Die Leute vom Duskville Memorial am 17. März 99. Ja, das kennen wir ja schon. Sind alle gestorben. Gut. Ist schon krass. Das sind halt Jumpscares, ne? Jumpscares sind ja halt nicht gruselig. Die sind halt so gruselig, wie Kitzel lustig ist. Alle Bewohner von Duskville. Alle 12, die ihr Leben verloren haben. Warum ist hier so ein roter... Ich frag gar nicht jetzt. Oh, hallo. Ich muss aber mal aufs Klo. Entschuldigung, ja? Nein? Na gut. Muss ich zurückgehen? Ich warte einfach, bis ihr fertig seid. Ja. Oh, danke. Sehr nett. Macht's gut, Jungs. Ciao. Ich komme immer noch nicht hierhin. Ich... blockt. Gut, ich muss abhauen. Ich weiß, ja. Ciao. Die Musik macht mich wahnsinnig. Why did you not tell? Verstehe euch nicht. Warum hast du nicht geholfen, oder was? Ja, ich gehe da mal raus, ne?
Soll ich rausgehen? Ja, ich gehe raus. War eine schöne, schöne Museumstour. Toll, jetzt noch neblig. Ger. Oh, hallo. Hey, Leute. Na, alles klar? Ihr seid ja schöne Assets, die Entwickler da zusammengekauft. Die kenne ich doch. Die kenne ich aus einem anderen Spiel, meine ich. Ja. Ja. Das sind alle 12 Bewohner von Dusk Vale. Old Dusk Vale. 2 davon sind Polizisten schon mal mindestens. Eine sehr sichere Stadt. 3 Polizisten. Das ist schon irgendwie auf eine gewisse Art und Weise verstörend, obwohl es so billig ist. Was? Sie hat mich ins Grab geschmissen. Okay, created by Ben Bulb. Okay. Ja. Power Cut. Haben wir dieses Meisterwerk der Horror-Einteiler auch hinter uns gebracht. Wie ihr natürlich gesehen habt, war nicht alles nicht so ernst gemeint. Aber trotzdem Respekt an den Entwickler. Ich könnte so ein Spiel nicht programmieren. Ich finde es immer wieder gut. Ich liebe solche Spiele, einfach weil sie so trashig sind. Und wenn ihr die auch liebt, dann vergesst bitte nicht die Bewertung des Videos. Und wir sehen uns beim nächsten Indie-Horror-Einteiler wieder. Haut rein, Leute. Ciao.